Ja, das sieht doch ganz schön nach Finale aus bei Control. Wir müssen den Projektor ausschalten. Da unten ist Dylan. Das wird bestimmt My anspruchsvoll. sister had this dream. Bad dream. And the whole world was dreaming with her. Und wir nach unten? She convinced herself that she was awake. Nee. Mann, ey. Tatsächlich hier gerade ein bisschen schwierig mit diesem Springen und Fliegen und so, weil Daniel hat hier so einen Controller und der ist irgendwie ein bisschen kaputt. Ja, der R-Button, den man zum Springen braucht, der hat keinen richtigen Druckpunkt mehr. Und naja. My sister. Dylans Rolle in dem Ganzen verstehe ich noch nicht. Ich auch nicht. Ist er jetzt irgendwie der Avatar von den His oder nicht? Das klingt schon so. Ich glaube, du. Dylan? Achso, doch. She convinced herself that she Oh. was awake. She's always been stubborn. I knew I had to end her dream. I had to wake her up. I had to rip down the poster she'd been staring at. Cut off her eyelids Ugh. to see. To save her. You all worth your time. The thunder song distorts you. Happiness comes white crossed, but yellow and red. I know he's still there somewhere. Locked inside. I know because that's how it was for me. Zool. Also, ob wir hier jetzt nicht einen Haufen Geschieße machen könnten. Was hat denn die 30 zu bedeuten? Sind das alles Level 30er? Und die machst du mit einem Batsch weg jeweils. Scheinbar. Wahrscheinlich, weil sie jetzt Super Jessie ist. Da habe ich den jetzt tatsächlich diesen Kreisel auch schon den Kreis auch schon kaputt gemacht. Ja. Geh doch. Ob die wohl nachspawnen oder musst du schnurstracks Richtung. Der braucht irgendwie zwei Batscher. Richtung Pyramide. Ja, dann gehen wir doch einfach mal. Da ist doch kein Boden. Nee. Vielleicht alle erst erschießen. Muss noch einer. Da ist auch noch einer. Ne? Da ist auch einer. Da ist noch mal einer. Bisher ist es doch ganz machbar alles. Na. Oh, keine Energie mehr. Schnapp dir mal die Heilung, also hast du schon. Da steckt noch einer drin. Naja. Das macht schon Bock so, ey. Das ist ein bisschen komisch, oder? Also klar, das
Das ist halt jetzt ihr Power-Moment gerade eben. Fühlt sich das immer geil an, aber... Ich werde mich nicht beschweren, wenn es zu einfach ist. Ja. Bist du ja sonst nicht gewohnt, ne? Ja. Wie damals mit dem Ding, mit dem Dreieck und dem Kreise. Das war mega der Brain-Teaser. Jetzt hat der Soundtrack so ein bisschen was von Max Payne 3, oder? Von ich habe Max Payne 3 einmal durchgespielt. Diesen Getrommel und von Health. Health? Was heißt die Band? Ich kann mich kaum erinnern. Ich weiß, dass ich es einen sehr geilen Shooter fand, aber ich weiß nur noch wenig über das Spiel. Also, ich fand es cool. War auch cool. Wie ist denn das optisch gealtert? Das so gibt's ja für PC und da sieht es, glaube ich, immer noch ganz cool aus. War das nicht so eine komische Zwischenzeit von der Engine irgendwie? Ich hab das noch auf der 360 gespielt damals. Darf ich dir mal eine blöde Frage stellen? Ja. Wie hat man in dem Spiel nochmal Skills ausgewählt oder halt gelevelt? Das hat man nur in diesen Punkten machen können, oder? Ging das überall? Das ging nur an den Kontrollpunkten. Aber haben wir da überhaupt... Aber nett, dass du so höflich fragst. Entschuldigung, Ich weiß ja nicht mehr, das ist halt so lange her alles. An den Kontrollpunkten kannst du deine Skills umbauen. Wieso hättest du gern andere Skills? Nee, ich frage mich nur, ob wir quasi noch irgendwelche Erfahrungspunkte eingesammelt haben, für die man noch neue Skills kaufen also kann. Also das letzte Mal... Das war allerdings schon vor 3 Folgen. Als ich am Ruder war, hatte ich mal geguckt und da hatten wir nichts mehr. Wir hatten aber die letzten Male schon eigentlich alles, was wir benutzen, schon ganz gut gemaxt. Also jetzt, oh Gott. Weg mit dir, du Dreck. Oh nein, die schon wieder. Was ist er denn? Nehmt ihr euch ein bisschen Heilung mit. Gegen neues Max Payne hätte ich auch nichts. Wie ging das aus, das Dreier? Ist der tot? Nee. Nee, er sitzt doch am Ende dann irgendwo da am Strand, oder? Oder dann hätte ich seinen Frieden. Nö, ich glaube, er hat so ein bisschen eingesehen, dass er halt immer... Dass das sein Leben sein wird. Immer Ärger am Hals. Ja. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist auch einfach auserzählt. Also ich fand auch, dass das dritte ja schon war wie ein... Also jemand, der quasi seine Primetime hinter sich hat und immer schon fragt, warum ist er denn überhaupt noch da? Ja, ja, aber das hat's eigentlich ziemlich gut erzählt. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich... Ja, ich meine gut. Ich meine jetzt eher so von... Auch vom Gameplay und so. Gut, ich weiß also nicht. Also ein Spiel in der Machart von Max Payne hätte ich nichts dagegen. Aber ich muss nicht unbedingt nochmal ein weiteres Kapitel... Ich meine, das ist wie Die Hard. Wie oft kann man das glaubwürdig machen? Wie oft kann man hard dien, ohne jemals zu dien? Und schon gar nicht hard. Da ist übrigens eine sehr interessante Doku, die ich jedem empfehlen kann. Diese Netflix-Serie The Movies That Made Us. Das ist von den Toys. Genau, in Filmen. Das zu Kevin Alleins Haus total toll und das zu Die Hard ist total toll. Auch das sehr interessante Hintergrundberichte und ich glaub, so. Ich glaube, du hast... Achso, ja doch, hast du. Brauchst du mir nicht. Nee. Würde ich mir nicht nach 3 solchen Kämpfen, wo kein Speicherpunkt mehr dazwischen war, traue ich dir nicht mehr. Oder oben ist Dylan. Ja,
ob das jetzt so einfach wäre. Was? Dylan's in a coma. I don't know if there's anything of him left in there. If he'll ever find his way back. The portal's been closed, but the hiss is still in the oldest house. And the lockdown can't be lifted as long as any trace of it remains. I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. I'm the director of the Federal Bureau of Control. We're in this together. You and I. Hm. Das war jetzt etwas abrupt, oder? Ja. Andererseits wüsste ich auch nicht, was ich jetzt noch... Naja. Man hätte halt die Hiss vertreiben können endgültig, aber was machst du dann in den DLCs? Aber was, wozu war dann jetzt dieser Epilog noch gut, außer nochmal dieses so, ja, es ist total weird und es ist viel in deinem Kopf und... Hm. Hm. Meinst du, dass das jetzt der richtige Abspann ist? Ja, schon, oder? Ich glaube schon. Also ich denke, dass es nach dem Abspann halt noch so eine kurze Geschichte gibt, weil du sollst ja auch eine Möglichkeit haben, noch irgendwelche Nebenquests oder irgendwelche Collectibles einzusammeln, dass am Ende noch irgendwie so ein kurzes Setzlein kommt wie und jetzt ran an die Arbeit oder irgendwie so, aber ich glaube, sonst ist es das jetzt erstmal. Ja, aber selbst wenn, dann ist es wieder ein Fall von, ist das jetzt ein Spiel, was diesen, das ist ja nicht Service, aber Open-World-Charakter braucht. Ja. Dieses, wenn du die Geschichte erlebt hast, kannst du noch weitermachen. Will ich das? Will man das? Also ich sag das einfach mal, weil ich bin enttäuscht von dem Spiel. Weil das, was mich an Alan Wake und auch an Max Payne irgendwie begeistert hat, fehlt hier komplett. Und das ist der ganze emotionale Hook. Mhm. Ich war 0,0 investiert in irgendein Schicksal von irgendwem von den Leuten da. Also Jesse ist mir relativ wurscht gewesen, Dylan auch. Ich war noch daran interessiert, was mit dem Director passiert, also wie der in diese Situation gekommen ist, warum der eben dann da erschossen wurde. Gut, das wurde jetzt aufgeklärt, aber warum der das gemacht hat und so, gut, der wurde irgendwie besessen davon. Ach, ganz kurz, man denkt ja im Intro, dass er sich selbst erschießt. Ja. Und letztlich hat ihn aber Jesse als seine Assistentin erschossen, weil sie wusste, nee. Ich glaube, dass das nur symbolisch ist. Ich glaube, dass er vielleicht sich schon selbst erschossen hat. Und Jesse dann die neue Direktorin wurde, weil sie nicht tainted ist vom, ja, von den Hiss so. Und deswegen, ja, okay. Das ist wahrscheinlich halt auch sehr zur Interpretation ausgelegt. Ich fand, es hatte ein paar richtig coole Momente. Also ein paar richtig coole so... Was, oh Gott. Was machst du denn? Ich drehe die Musik ein bisschen runter. Da ist doch eh ein Ducking drauf. Ja, ja, aber... Ah. Offenbar haben wir die Credits jetzt gerade übersprungen. Okay, wir haben ein neues Outfit. Und sieht aber cool aus. Und eine Haarspange. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber du kannst ja weiter erzählen. Es hat ein paar coole Momente. Aber ich fand viel zu wenige. Und es war mir insgesamt, immer wenn ein cooler Moment war, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so underdeveloped. Also im Sinne von, ich hätte es mir spektakulärer vorgestellt. Hm. Ja. Ich kann mich an keine einzelne Szene mehr so wirklich zurückerinnern, wo ich sagen würde, wow, da werde ich noch Jahre später davon sprechen. Ja. Aber gab's die in den anderen Spielen? Gab's die in Alan Wake? Naja, der Tornado halt. Ja, den hätte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr gewusst. Ja. Vielleicht das Sägeding am Anfang und dieses, wo du dann in der Irrenanstalt aufwachst und der und. Genau, zum sowas. Beispiel, ja. Okay. Ich meine, das ganze Kampfsystem und so fand ich richtig cool. Allerdings
ist dann auch dieser eine hier Telekinese-Move mit Gegenstände rumschmeißen zu mächtig gewesen. Ja. Aber mein Gott, für uns Deppen passt es ja gerade noch. Ich fand nur irgendwie, es hat nicht diese... Die Shootouts haben nicht mehr diese Eleganz gehabt. Also ich fand nicht, dass es so ein... Ich meine, Alan Wake hat ja schon weniger auf Zeitlupe gesetzt. Da gab es auch immer noch die Zeitlupen, die du aber nicht selber steuern konntest. Aber es kam öfter zu so krass coolen Momenten. Mhm. Hier hast du jetzt eigentlich gedacht, dass du auch fliegen kannst und Sachen rumschmeißen kannst. Hättest du eigentlich viel mehr Möglichkeiten. Aber irgendwie so... Na gut, es sind schon oft in den Kämpfen coole Sachen passiert, aber nicht so oft, wie es hätte sein können. Aber das Kampfsystem, finde ich, ist kein Problem. Das fand ich cool in dem Spiel. Die ganze Struktur, dass es halt nicht linear ist, sondern immer da eben diese Hub-Welt halt irgendwie hat, fand ich verschenkt. Also er hat dem halt nichts gebracht und halt, wenn es nichts bringt, muss man das dann machen. Für mich ist die allergrößte Stärke dieses Spiels das Worldbuilding. Also ja. was ist einem für ein Universum aufzeigt, was hier noch alles für Geschichten drinstecken könnten, durch diese ganzen Fallakten, durch diesen, dass da diese Bürokratie im Hintergrund steht und so. Das fand ich richtig, richtig cool. Es ist natürlich mühsam, wie sie es einem präsentiert haben, dass du alles immer selber lesen musst. Bin ich inzwischen kein Fan mehr von. Nee. Und vor allem nicht, es wirkt nicht organisch. Also es wirkt ja nicht so, als könntest du einfach wie in einem richtigen Rollenspiel, weißt du kannst einfach alle Akten rausnehmen und alles lesen und findest du halt zufällig was Cooles, sondern das sind halt vorpräpariert irgendwelche Akten, die aber irgendwie dann weiß nicht. Aber es, trotzdem, also was sie so erzählt haben, was es für andere Fälle in anderen Ortschaften noch gab und so und dass dieses Büro seit Jahrzehnten da operiert, fand ich alles super. Also das hat mir echt Spaß gemacht. Okay, ich fand grundsätzlich mal den Style super geil, also sowohl das Worldbuilding, diesen Mix eben aus Bürokratie und diesem übersinnlichen oder parapsychologischen, auch architektonisch und was man eben mit so einer Behörde, wenn die übersinnlich geprägt ist, alles machen kann, fand ich total cool. Die Charaktere waren mir völlig egal, ich fand Jesse auch überhaupt nicht gut gespielt und weiß ich nicht, die ist halt irgendjemand. Ja. Ihre persönliche Hintergrundgeschichte auch mit Dylan zusammen ist mir scheißegal gewesen. Wurde auch nicht überzeugend erzählt. Die Nebencharaktere, eigentlich, also jetzt ich, Darling fand ich jetzt ganz nett und den fand ich auch cool. Auch der jetzt war der Beste. Schauspielerisch oder von der Stimme her, der Trench oder so. Das ist schon okay. Ich hätte mir halt. Ich kann jetzt nicht mal sagen, ich hätte mir in der Welt ein anderes Spiel gewünscht, weil. Das Gameplay fand ich jetzt auch nicht unbedingt das Problem, weil die Kämpfe waren ja ganz cool, aber wenn du das ein bisschen, auch nicht unbedingt kürzer, aber ein bisschen kompakter und ein bisschen linearer gemacht hättest, oder vielleicht auch nicht mal unbedingt das, du hättest es vielleicht sogar noch offener machen können, aber dann wirklich wie ein Metroidvania im Sinne von einem Zelda zum Beispiel, dass du von mir aus, oder wie bei einem Darksiders, dass du an Gegnergruppen scheiterst, bis du irgendwie einen gewissen Skill hast. Dass du zum Beispiel dir aus den Fallakten, die jetzt die zu allergrößten Teilen eher so auf Gag geschrieben sind, aber da vielleicht was ich Infos rausziehst, die dir dann irgendwas bringen oder so weiter. Ah, du hast jetzt, keine Ahnung, weiß auch nicht. Also ich würde mir zum Beispiel ein Spiel im Stile von System Shock, Bioshock oder so in dem Haus wünschen. Ja. Wo ich mich eher langsam durchbewege, wo ich viel erforsche oder wie ein Prey. Ja. Wo die Action Spaß macht, im Gegensatz zu Prey. Eine Immersive Sim quasi. Genau. Und aber halt auch mit einer durchdachteren Geschichte. So der Sam Lake, der ist schon auch ein kreativer Kopf und ich finde es ganz cool, was der inzwischen schon für Welten sich so ausgedacht hat, die alle auf ihre Art cool waren und die vielleicht vom Ansatz erstmal die coolste. Auch weil dieses typische, ja, wir nehmen halt dieses FBI und mischen das mit übersinnlich wie bei Twin Peaks. Ich finde, das Spiel fühlt sich nicht an wie Twin Peaks. Nö. Und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr sehen, wenn sich was anfühlen soll wie Twin Peaks. Ja. Ne? Das macht das hier nicht, aber es macht halt auch zu wenig draus. Da hätte man echt mehr draus machen können, finde ich. Und es reicht halt oft auch nicht, diese Idee zu haben. Alan Wake hatte auch das Twin Peaksige und dann hat man Stephen King mit drin und hat da auch nicht genug rausgeholt, so richtig, vor allem zum Ende hin nicht und Quantum Break sowieso nicht. Gut, das hat es nicht, ne? Twin Peaks, aber
Das wird ja auch zum Ende hin immer, da hast du irgendwie das Gefühl, als ob der irgendwie so die Fäden verliert. Ja. Und dann, ja, jetzt machen wir noch am Ende irgendwie, weiß auch nicht, knoten wir es nochmal irgendwie so zusammen, aber es wirkt immer ein bisschen unbefriedigend und auch hier wieder. Ich finde ansonsten, also die Art Direction fand ich halt noch bemerkenswert cool. Ja. Also auch diese Sache mit den fetten Schriften immer. Ja, ja. Wie die Architektur von dem Haus ist, die Outfits, die sie halt findet und auch die anderen Leute anhaben, wobei ihre noch also richtig, richtig cool sind. Lauf doch mal raus. Vielleicht. Ich geh mal kurz raus, wenn ja. Da noch was. Vielleicht kriegen wir jetzt noch einen Kuchen oder so. Shawshank Redemption. That's the name of the movie I was thinking. Was? Not important. That. Ah, ja. Ja, natürlich. Ja, was danke. Denkst du denn? Dann wissen wir das jetzt auch. Ja, und technisch, Raytracing hin oder her, also ich fand es schon ein bisschen geil, aber dafür halt auch so viele technische Macken. Also wie kann man denn so stilsicher sein, was so Architektur und Farbpalette angeht, aber trotzdem sieht sie irgendwie immer scheiße aus. Und die anderen Charaktere auch. Also und irgendwie flimmert's und buggt und flackert. Ich finde, es ist wirklich kein gutes Spiel, was einem Raytracing schmackhaft machen soll. Also ein paar Effekte waren irgendwie ganz cool, aber vor allem in den Dialogsequenzen hatte ich mich mit Fritz auch schon mal drüber unterhalten, es wirkt immer so, wenn umgeschnitten wird zwischen den zwei Leuten, dass der Beleuchter nicht hinterherkommt, den Scheinwerfer darüber zu stellen, dass du immer noch siehst, wie das Licht so wandert. Und dann natürlich die ganzen Performance-Geschichten. Mein gut, das haben wir jetzt, wir hatten es hier eigentlich ganz flüssig, aber in der Aufnahme hat es natürlich dadurch ein bisschen geruckelt. Ja, ich weiß nicht. Also. Also ich fand es insgesamt, glaube ich, ein bisschen besser als du. Aber ich hatte auch keine so mega hohen Erwartungen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es the next big thing oder der nächste Schritt gewesen ist. Und es tritt mir halt immer noch ein bisschen auf der Stelle. Und ich weiß aber auch nicht so recht. Es hat zu viel Leerlauf gehabt und zu wenig weird und zu. Ist dann zuvor, also ich glaube echt nicht. Ja, aber weird ist oft auch kacke. Ich weiß auch nicht. Ich finde zum Beispiel von 800 Dokumenten, die du gefunden hast, da hätten 100 gereicht. Ja, genau. Die dann aber cool. Ja. Und von der Spielzeit her, da haben wir jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, 55 Folgen, also was ich so knapp 20 Stunden, da hätten 12 wahrscheinlich auch gereicht. Ja. Obwohl ich jetzt nicht finde, dass es so viel spielerischen Leerlauf hatte, also dass man sagt, oh Gott. Jetzt ja, hier aber noch und da noch, aber. Das ist schon, also weite Teile des Spiels sind in der grauen Halle, die immer gleichen drei Gegnertypen erschießen. Das stimmt, ja. Andererseits ist es natürlich bei allen Remedy-Spielen immer so gewesen, also das ist jetzt auch kein neues Ding. Und wie gesagt, das Kämpfen hat ja Spaß gemacht, aber es ist halt nicht so, dass du so unglaublich viel Abwechslung dabei hattest. Ich habe ehrlich gesagt, ich fand es ein gutes Spiel, aber ich würde niemals dieses Spiel als mein Game of the Year irgendwie. Nee. Sehe ich nicht. Ich hätte mir das ehrlich gesagt gewünscht mit dem Budget und der Struktur von Quantum Break. Ja, stimmt. Also kürzer, stringenter, weniger einzusammeln. Dafür ist das, was du einsammelst, gibt wirklich ein bisschen mehr in die Welt mit rein, dass du dann erst, wenn du das gelesen hast, wirklich mehr kapierst und nicht so viel auf Gag gemacht. Oh Gott. Schaut ein bisschen aus wie ein Fritzer Bildschirm. Muss ich noch erledigen. Ja, muss ich am Sonntag nochmal ins Büro. Ja. Ja, okay. Glaubst du, da passiert jetzt noch irgendwas? Nee. Also ich glaube, das ist jetzt hier dafür gedacht, dass wir halt einfach noch ein paar Nebenmissionen machen können. Ja, machen wir aber nicht. Also würde ich jetzt auch erstmal nicht sagen. Jetzt mal sehen, wie es mit den DLCs aussieht. Es hat einen natürlich jetzt auch nicht großartig angefüllt. Es gibt auch noch dieses eine Ding mit, es ist irgendwie nochmal was mit Alan Wake. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir was brauchen, dann unbedingt noch mehr Querverweise zu Alan Wake. Es ist auch zu viel Querverweise auf Alan Wake die ganze Zeit, weil das war ein cooles Spiel, aber dann lasst es halt mal bleiben. Ich will auch nicht zu meckerig sein. An die zuständige Stelle, falls Sie irgendwie wissen, irgendwie Haftnotizen in meinem Büro verdoppelt. Mein Büro ist jetzt nicht nutzbar. Ich werde von zu Hause arbeiten, solange das Problem nicht behoben worden. Sie können mich über mein Handy oder festes Zuhause reichen. So Jay Bowser, Vizestabschef. Ja, der hat es richtig gemacht. Gut. Ja, das war soweit unser Let's Play zu Control. Könnt ihr auch mal euer Feedback dazu unten in den Kommentaren lassen. Hast du gesehen übrigens, dass ihre Haarspange, dass hier der Rat ist? Ja. Das haben sie zum Beispiel, finde ich, auch nicht entwickelt. Ich fand das so geil.
diese Entität der Rat finde ich super cool. Ja. Auch wie sie dargestellt ist und so, aber ja gut, vielleicht muss die auch nebulös bleiben, damit es interessant ist, aber irgendwie hätte ich mir da auch noch ein bisschen mehr gewünscht. So ein bisschen mehr, dass man ein bisschen mehr nicht unbedingt erfährt, aber dass man, ich weiß auch nicht, was ich meine? Ja. So. Oder dass auch das Unbegreifliche deutlicher dargestellt wird, irgendwie, keine Ahnung. Naja. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es irgendwie eine Art von Fortsetzung gibt, aber das muss jetzt nicht 1:1 Control 2 und Jesse schießt halt jetzt in drei anderen Etagen von dem Haus um sich, sondern halt einfach was in der Welt, was dieses Erzähluniversum aufgreift, aber insgesamt ein bisschen stringenter ist und vielleicht ein bisschen weirder. Mhm. Das wäre mein Wunsch. Wie gesagt, lasst gerne euer Feedback da. Es gibt 1000 andere Let's Plays. Zum Beispiel könnt ihr auch Alan Wake angucken, was wir hier im Kanal auch haben. Eines der ersten, die wir mal gemacht haben. Und immer noch eines der besten. Ja, es gibt dann auch Alan Wake, American Nightmare und vieles, vieles mehr. Danke, Daniel, dass wir das zusammen gespielt haben. Sehr gern, immer wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir wissen noch nicht übrigens, ob wir die DLCs spielen werden und wollen. Ich würde das mal tatsächlich bisschen davon abhängig machen, wie die so sind. Also wenn wir da von relativ wenigen Spielstunden, die, wie es bei Alan Wake ja war, interessanter sind eigentlich als das Hauptspiel reden, dann wäre ich da sehr gern dabei. Wenn es Filler ist, also nochmal 10 Stunden auf die gleichen Gegner in dem Gebäude ballern, dann ja, vielleicht nicht unbedingt. Mal schauen. Gut. Danke, ciao, fürs Zuschauen. Tschüss.